Krankheitsbedingt konnte ich einen Monat lang kein Mountainbike fahren. Euch ist es vielleicht nur bedingt aufgefallen, doch für mich war es die längste Zeit überhaupt seit 2 Jahren ohne Fahrradfahren. Was sich dadurch bei mir verändert hat und welche Erkenntnisse ich hatte, erzähle ich euch in diesem Video. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie ich viele andere Lebensbereiche neben dem Mountainbiken irgendwie vernachlässigt habe. Versteht mich nicht falsch, ich bin total happy gewesen mit dem Progress beim Mountainbiken, aber dennoch sind da viele andere Dinge dann irgendwie doch auf der Strecke geblieben. Und da bin ich definitiv selbst dran schuld, denn bei mir ist es so, wenn ich für irgendetwas brenne und Leidenschaft entwickle, dann mache ich das 110% und steigere mich da auch extrem rein, weswegen dann andere Dinge halt einfach auf der Strecke bleiben, wie zum Beispiel eine vernünftige Ernährung, Sport, Gesundheit, Fitness. Und das waren alles Aspekte, die ich früher in mein Leben einfach super integriert hatte, aber die letzten 2 Jahre tatsächlich vernachlässigt habe. Und auch ein wichtiger Punkt, gerade als Selbstständiger, ist die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Und da bin ich schon weitergekommen, auch durchs Mountainbiken. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich hätte noch viel, viel mehr rausholen können. Und in anderen Bereichen hat sich das irgendwie auch ein bisschen negativ verschoben. So hat sich das dann irgendwie eingependelt und ausgeglichen. Ne? Also auf der alten beruflichen Ebene ist es ein bisschen nach unten gegangen. Durchs Mountainbiken kam aber dann auch so ein bisschen etwas Berufliches dazu. Ich habe sowieso so ein bisschen das Talent, dass oft mein Hobby ein bisschen Beruf wird. Und was super Schönes ist, allerdings auch seine Schattenseiten hat. Durch den Abstand zum Mountainbike-Fahren an sich kam natürlich auch der Abstand zur Social-Media-Welt. Und was mir da aufgefallen ist, war noch viel, viel spannender. Erstmal habe ich das Ganze natürlich weniger konsumiert, weil ich ja selber einfach nicht so viel auf dem Bike war. Wahrscheinlich kennt ihr das, wenn ihr eine Zeit lang selber nicht viel Fahrrad fahrt, dann schaut ihr euch das auch nicht so viel auf YouTube an. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass der Content auf YouTube auch nicht nur im Mountainbike-Bereich, sondern überall immer aus Sensationsgeilheit besteht oder aus Sensationen, die man irgendwie künstlich erschafft, oder dass Kritik und Negativität immer besser ankommt als schöne Dinge. Ich weiß, dass es eigentlich normal ist, dass wir negative Dinge und Kritik immer uns besser abspeichern können. Das ist ja auch so ein bisschen biologisch gegeben. Allerdings gefällt mir das Ganze irgendwie gar nicht. Wenn man nicht irgendwas super krasses Neues macht oder wenn man nicht irgendwelche Sensationen erschafft oder Kritik äußert oder Negativität, dann kommt das Ganze irgendwie auf YouTube nicht so gut an und wir Creator bekommen auch nicht so viel Aufrufe und nicht so viel Klicks. Außerdem ist dummer und stumpfer Content irgendwie immer besser als Content, der einen weiterbringt. Ausgeklammert sind vielleicht
Mountainbike-Fahrtechnik-Videos, die werden tatsächlich immer gerne geschaut. Allerdings, wenn wir über andere Dinge sprechen, besonders auf meinem Kanal, kommt es einfach nicht gut an. Es gibt viele Sachen, da möchten sich die Leute irgendwie nicht mit beschäftigen oder möchten lieber einfach nur stumpf unterhalten werden und irgendwie abschalten halt vom Alltag, was ich vollkommen in Ordnung finde. Allerdings möchte ich gar nicht so einen Content machen. Ich möchte nicht immer mir neue tolle Sensationen ausdenken müssen. Ich möchte auch nicht irgendwie gegen andere Creator schießen und mir irgendwie Kritik und Negativität aneignen, das dann weitergeben und verbreiten, nur damit man kleine Klicks kriegt. Darauf habe ich auf jeden Fall keine Lust, auch wenn das ist, was aktuell auf Social Media am besten funktioniert. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, was ich persönlich als nochmal das wichtigste Learning aus diesen 5 Wochen empfinde, ist Gesundheit und fit zu sein. Das sind Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Ich weiß das jetzt viel, viel mehr zu schätzen, obwohl ich nicht mal schlimm krank war, aber 5 Wochen lang ausgenockt zu sein, nicht richtig das zu tun, was man gerne tut, das war schon irgendwie anstrengend und hart. Und ich nehme auf jeden Fall daraus mit, dass das Ganze nicht selbstverständlich ist, dass man einfach jeden Tag mit seinem Körper das tun kann, was man möchte. Die Zeit läuft, die Uhr läuft nicht rückwärts. Deswegen macht das Beste aus eurem Leben, schöpft euer Potenzial aus, versucht eure Träume zu leben und eure Träume und Wünsche zu verwirklichen und gebt nicht so schnell eure Träume auf. Ich tue es auch nicht. So, liebe Leute, das Video ist zu Ende, wie ihr gemerkt habt und wie soll ich sagen, das war jetzt mal ein Video, so ein bisschen nach einer anderen Art und Weise, würde ich mal sagen, aber ich konnte einfach tatsächlich nicht wirklich meinen Körper belasten, Sport machen, trainieren und bei der Kälte Radfahren hielt ich auf jeden Fall für eine schlechte Idee. Aktuell ist die Michi auch noch krank, das heißt, vielleicht... Ich hoffe einfach, ich kriege nicht einen Rückfall, dann kriege ich die Krise, weil ich will endlich wieder aufs Bike. Ich habe so Bock, Fahrrad zu fahren. Und wenn alles gut geht, dann gehe ich morgen oder am Freitag. Ich freue mich schon sehr. Ich wollte trotzdem einfach dieses Video machen, um das mit euch zu teilen, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir als Creator irgendwie auch mal zeigen, dass Dinge nicht so gut laufen. Man sieht auf der Social Media Welt oft immer nur perfekte, heile Welt, alles schön und toll und super und tolle Reisen, alle können krass Fahrrad fahren, aber dass das immer ein langer Weg bis dahin ist und dass es alles nicht so einfach und selbstverständlich ist und nicht von heute auf morgen passiert und es Ups und Downs gibt, das sehen wir nicht so oft und deswegen dachte ich, komm, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, was in mir so vorgegangen ist im letzten Monat oder fast schon anderthalb Monate. Und ja, ich hoffe, ihr genießt alle die Vorweihnachtszeit, macht euch nicht zu viel Stress und habt Zeit, ein bisschen aufs Rad zu gehen. Bis zum nächsten Video, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Bis bald.